So, liebe Freunde, da wären wir zurück. Ein Screenshot wurde aufgenommen. Oh, scheiße, habe ich hier viel Kacke unten. Was ist das denn alles? Oh, Maul, ja, kümmere ich mich zwischen den Folgen drum. Ja, der Ton ist wieder flott und leisure. Alles schön Jo, und genau. ja, wir waren stehen geblieben, dass der Server abgeschissen ist letztes Mal. Und ein paar Quests haben wir hier noch zum Annehmen. Direkt rechts ist so noch egal. Ja, Geister der Vergangenheit. Dieses verstaubte Bücherregal enthält ein einzelnes Tagebuch. Halbverbranntes Tagebuch enthalten. Erhalten. Aus Öffnet dem das Inventar. Inventar und liest das Tagebuch. Geister der Vergangenheit. Hang Won kam heute zum Haus, um Vater um die Hand von Yu-Jung zu bitten. Meine Schwester ist begeistert. Sie liebt Hang Won schon seit langem. Ich freue mich so für sie. Hang Wons Vater Yu-Jung-Wun und meine Eltern bereiten sich auf die Hochzeit vor. Yu-Jung und ich haben uns Kleider angesehen. Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen. Der neue Oberst des Stratusreichs hat heute unsere Stadt besucht. Er ist klein und fett. Er lächelt, sieht aber nicht glücklich aus. Ich traue ihm nicht. Mutter und Vater verhielten sich seltsam. Yu-Jung-Won hat Vater besucht und redete stundenlang mit ihm. Ich konnte nicht hören, was sie sagten. Irgendwas ist los. Yu-Jung hat es auch bemerkt. Sie lächelt nicht mehr, selbst wenn ich die Hochzeit erwähne. Ein paar Soldaten sind heute zum Haus gekommen. Sie wollten wissen, wo Yu-Jung ist, und Vater sagte, dass sie fort sei. Die Soldaten sagten, dass auch Hang-Won vermisst wird. Sind sie gemeinsam fortgelaufen? Mutter hat den Tag im Bett verbracht und geweint. Vater will mir nicht sagen, wo Yu-Jung steckt. Ich habe in Yu-Jungs Haus nachgesehen, da sie so gut befreundet sind. Warum erzählt mir keiner, was los ist? Ich muss Yu-Jung finden. Keiner in der Stadt wagt es, ihren Namen auszusprechen. Sie ist meine Schwester, ich werde sie finden. So. Jetzt müssen wir die finden. Ah, da unten. So. Meine Jahre in den Minen haben meinen Geist vernebelt. Kennt ihr dieses Tagebuch? Das sieht nach Lusungs Handschrift aus. Lusung war mein Nachbar. Er lebte mit seinen Eltern und seiner Schwester zusammen. Ihr Schicksal ist keine fröhliche Geschichte. Yu-Jung war Lusungs Schwester. Sie und mein Sohn Hang Won wollten heiraten. Dann kam Yong Kai. Er begehrte Yu-Jung ab dem Moment, als seine widerlichen Augen sie erblickten. Yong Kai forderte, dass Yu-Jung seine Frau werden soll. Beide Familien lehnten ab und Hang Won und Yu-Jung flohen gemeinsam in die Wüste, um nicht getrennt zu werden. Als Yong Kai sie einfing, Entschuldigung, es ist schwer für mich darüber zu sprechen. Lasst euch Zeit. Yong Kai tötete meinen Sohn. Da Yu-Jung sich weiterhin weigerte, ihn zu heiraten, wurde sie für den Rest ihres Lebens in die Minen verbannt. Lusung versuchte sie zu befreien und tötete dabei einige Soldaten. Er war immer noch ein Junge. Er versagte und floh gen Süden. Lusungs Eltern wurden öffentlich hingerichtet und ich wurde mit Yu-Jung zur Arbeit in die Minen geschickt. Dort musste ich mir ansehen, wie sie langsam dahinsichte. Ciao. Ich wurde gezwungen, mit anzusehen, wie sie langsam dahinsichte. Dahinsichte. Ich sichte hier auch gleich dahin. Als Yong Kai meinen Sohn Hang Won tötete, ist mir nichts mehr geblieben. Seitdem verbrachte ich mein Leben in den Seelensteinminen. Bin dort nur rausgekommen, weil ich zu schwach war, um eine Spitzhacke zu heben. Das Phantomkraut, das sie mir einflößten, trieb mich in den Wahnsinn. Aber Ma Sa-ji, ihr hat meinen Geist geheilt. Meine Gesundheit wird aber niemals wiederhergestellt werden. Ich musste mit ansehen, wie Yu-Jung, die meinen Sohn versprochene Frau, in diesen Minen starb. Ich weiß noch, wie sie die Haarnadel vergötterte, die Hong Won ihr gab. Diese Haarnadel ist das Einzige, was Yu-Jung zurückgelassen hat. Ich will sie zurückholen und einen Schrein für meinen Sohn und Yu-Jung errichten, damit sie endlich zusammen sein können. Das ist mein letzter Wunsch, bevor ich sterbe. Also, Krieger, würdet ihr mir den Gefallen tun? Würdet ihr in die Minen gehen und Yu-Jungs Haarnadel suchen? Die Yonkai-Soldaten bewahren die Wertsachen hinter einer Geheimtür in den Minen auf. Die Jungs-Haarnadel müsste noch dort sein. Ich durfte mich ihr niemals nähern, deshalb weiß ich nicht, wie man sie öffnet. Aber ich bin mir sicher, dass ihr einen Hinweis bei einem der Soldaten finden werdet. Sobald die Tür offen ist, sucht ihr die Jungs-Haarnadel und bringt sie mir. Tja, hättet ihr uns mal früher gerufen, dann hätten wir das alles abwenden können hier, die ganze Geschichte. Aber nö.
Ihr müsst uns helfen, es stehen Leben auf dem Spiel. Ich heiße Ma Saji. Ich bin ein reisender Heiler und nach Sandstein Zuflucht gekommen, als ich hörte, dass das Dorf von Oberst Yonkai drangsaliert wird. Er ist ein grausamer Mann und auch führender Stratusoffizier dieser Gegend. Niemand kann es mit ihm aufnehmen. Yonkai setzt die Bewohner des Dorfes zur Sklavenarbeit ein. Wer sich weigert, in die Seelensteinminen zu gehen, wird sofort getötet. Das ist Unrecht. Die Minenarbeiter werden gezwungen, Phantomkraut zu sich zu nehmen, damit sie ohne Unterbrechung arbeiten können. Die permanente Einnahme ruiniert ihre Gesundheit. Sobald sie zu schwach zum Graben sind, schickt Yonkai sie her zurück. Überlebenden kehren halb tot und irrsinnig zurück. Wir können sie nicht befreien, weil Yonkais Soldaten sie einfach hinrichten würden, aber wir können versuchen, sie bei Gesundheit zu halten. Leider ist das Phantomkraut-Gegengift das einzige bekannte Heilmittel und es ist gemeinsam mit dem Tyrian-Kult verschwunden. Ich habe Yu Jung-Won mit einer einheimischen Pflanze namens Himmelsbahnkraut behandelt. Es hat gut gewirkt, aber ich brauche mehr davon, um den anderen Sklavenarbeitern zu helfen. Bitte sammelt Himmelsbahnkraut in der Nähe des Yonkai-Arbeitslagers und gebt es den Sklavenarbeitern in den Minen. Das Kraut sollte helfen, dem Phantomkraut entgegenzuwirken. Seid aber vorsichtig, einige werden schon zu stark betroffen sein, um ihnen noch helfen zu können. Ciao! Da sind die Kräutersammler wieder am Berg. So, ja. Dann mal ab in die Minen, wa? Wo sind die außerhalb, oder? Ja. Ja. Wieso bin ich jetzt Rekrut? Hab ich doch letztes Mal eingestellt. Du bist auch Rekrut. Achso, weil wir die Dings anhaben. Ja, Fraktion, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, was du, glaube ich, auch nochmal neu machen musst, also neu starten musst, ist die eine Quest, diese lilane. Ja. Quest abbrechen, oder was? Oder, was steht da bei dir? Bringt die Raubvogelfederfächer zum alten Show auf dem Dach eines Gebäudes bei der Sandsteinflucht, um eure Rindlande Ausbildung fortzusetzen. Da musst du da, wo die angenommen hast, dann beim Kommandopasten so ein, ja, musst du diesen Questgegenstand kaufen. Okay, ja, mach mal später. Erstmal müssen wir wieder Kräuter sammeln. Oh, Alter, ich dachte schon, es kackt ab. Ach ja, hast schon Kupan genommen, Digga? Ich hab nichts bekommen. Wir müssen 3 Kräuter sammeln, aber die 3 Kräuter müssen wir 12 Arbeitern geben. Ist klar. Yonkai Arbeitslager. Jetzt gibt's erstmal wieder auf die Fresse hier. Ständig müssen wir uns hier so schreckliche Geschichten anhören. Endlich können wir den mal aufs Maul hauen. Die Pennern. Bitteschön. Oh fuck. Er ist am Arsch. Alter. Ja. Wir hauen ganz schön rein. So langsam brauche ich auch mal eine richtige Skillung.
Bringt nämlich nicht mehr so viel, einfach nur drauf zu hauen. Ja. Was für ein neuer Questgegenstand. Notize, achso. Oft muss ich euch trotzdem das erklären. Beide Feuerbecken müssen entzündet werden, damit die Tür sich öffnet. Wenn nur eines brennt, nehmt ihr einfach eine Fackel aus dem brennenden Feuerbecken, entzündet mit ihr das andere. Das ist nicht schwer. Die nächste Person, die das vergisst, verliert einen Finger. Yong Richu. Ist klar. Ja. Schließen. So. Naja, auch noch selber Sklavenarbeiter töten, ey. Junge, 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 Junge. So. So. ich glaube, das war schon, ne? Ja. Ja, sieht so aus. Sollte nicht noch eine Kiste sein? Weiß ich nicht. Wo ist überhaupt die Tür mit der... Ach, da unten. Boah, ist jetzt auch so... Weiß ich nicht, wären wir nie drauf gekommen, was man hier hätte machen müssen. Eine Beuteauktion hat begonnen. Hey. Ihr habt bei der Auktion ein Gebot abgegeben. Bosse? Ja. Euer Gebot hat gewonnen. Alle Auktionen sind beendet. Am Inventar, ne? Hey. Ihr habt einen neuen Questgegenstand erhalten. Hier. Heute getauschte Objekte, zwei Nayu-Skulpturen, verkauft an Yong Su. Ein defekter Kompass und zwei Skulpturen, verkauft an einen normalischen Baden. Bild von 30 Münzen per Handelsunion der Drachen an Yong Richu gesendet. Aha. Wo so? Ja, muss man es nochmal anklicken. Was? Nee. Ich kann mal hier das hier machen. Yay. Achso, okay. War gar nicht gelesen. Müssen wir kurz warten. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Einmal da vorne und einmal dann wieder zurück in die Schlucht. Okay. Da ist er doch, Yong Richu. Wartet halt. Ich habe euch aus der Ausgrabungsstätte des Ma-Trupps kommen sehen. Identifiziert euch, der Zugang ist für Unbefugte verboten. Der General wird davon erfahren und man wird euch bestrafen, hä? Hey, ihr verbergt doch ein Buch.
gebt es her. Das ist, hört gut zu. Unbefugter Zutritt ist ein schweres Vergehen. Aber ihr scheint mit mir euch dessen nicht ganz bewusst gewesen zu sein. Also werde ich dieses mein Auge zudrücken. Allerdings könnt ihr dieses Kontobuch nicht behalten. Wie ich sehe, habt ihr es von diesem Ort entwendet. Es gehört euch nicht. Verstehe, hier nehmt. Aul. Ihr habt es euch doch nicht angesehen, oder? Nun, ihr geht jetzt besser, bevor ich es mir noch anders überlege. Aul. Das war knapp. Schon wieder ausgemachter Mumpitz. Ah, ich brauche noch einen Moment. Ja, ich brauche ja eh mal, um die Texte vorzulesen. Was musst du machen noch? Musst du mal raus und rein. Das ist nochmal respawned. Das ist die Kiste. Ciao. Oh, hier kann man nicht lang. Kacke. Ich hätte gerne mehr Ausdauer. Oder dass die Ausdauer sich nicht so schnell verbraucht. Das wäre schön. Wonbi, was geht, Alter? Sind wir am Plündern gewesen oder was? Also bitte, irgendwas Gutes muss doch hier geben. Alte Gauner. Dabei muss er das doch gar nicht mehr machen. Wie Ladescreen? Warum das denn? Habt einen Brief von Bruder Hajun erhalten. Wie geht das denn? Er ist doch tot. So, erstmal die Nebenquests abgeben. Also nicht wundern, dass wir die Quests hier nicht machen. Das sind tägliche Quests. Gehört jetzt nicht zur Story dazu. Vielen Dank, dass ihr den armen Leuten geholfen habt. Ich wünschte, wir hätten sie alle retten können. Seltsamerweise sind die Dorfbewohner von unserem Tun nicht erfreut. Sie scheinen darüber wütend zu sein, dass wir gegen Yonkai vorgegangen sind. Aber wir haben das Richtige getan, oder nicht? Natürlich. Habt ihr sie gefunden? War sie noch dort? Ich habe sie gefunden. Ja, das ist die Jungs Haarnadel. Sie zu sehen erinnert mich an unschuldige Jungen. Ich hätte dich dort drin beschützen müssen. Ein alter Mann wie ich sollte eine so wundervolle junge Frau nicht überleben. Errichte einen Schrein, um sie und meinen Sohn zu ehren. Mach das mal. Und wir ramsen hier auseinander. Drecks Yonkai. Auf jeden. Bin die Weise. Meister, ihr müsst helfen. Bitte, Meister. Sie tun ihr weh. Sie... Was geht hier vor? Die Dorfbewohner ergriffen Miryung, als sie aus den Minen kam. Sie soll Yonkai verärgert haben. Und jetzt... Ihr müsst sie retten. Bitte. Ich eile. Warum ihre Jungen retten? Wenn Oberst Yonkai das Mädchen will, soll er sich holen. Nix, wo ist sie? Ihre Jungen war schon immer aufsässig, aber jetzt ging sie zu weit. In Doc Dans Haus wird ja eine Lektion erteilt. Verschwindet, bevor ihr uns noch alle umbringt. Nix. Der Wichser, mal fertig. Hey.
macht ihr denn? Verschwindet. Könnt sie nicht für immer beschützen, alter Mann. Ihr Jungen, was haben sie euch angetan? Mir Jung ist nur etwas aufgewühlt. Yonkai hat die Sandsteinzuflucht so fest im Griff, dass die Leute lieber ein verängstigtes Mädchen schlagen, als sich aufzulehnen. Oh, jetzt geht's los. Dafür bringe ich sie um. Soll sich das Dorf von noch einem machtgierigen Tyrann fürchten? Sagt, wart ihr schon immer so beschränkt? Oder verschlimmerte ein kürzlicher Unfall diesen Zustand? Dein Maul, jetzt gib's aufs Maul. Ich spüre, dass sich euer Zorn bereits auf die Schwarzrose auswirkt. Unterdrückt ihn. Reinigt und entspannt euren Geist. Kühlt euren Kopf ab, bevor Schlimmes passiert. Soll aber Schlimmes passieren. Redet hinaus. Na, was willst du denn? Ah, hier aufs Maul. Herr Pisser, du. Was? Jin So-Yun? Was macht ihr denn hier? Gebt euch eure Maß hin. Ja, mach ich. Mach sie alle fertig. Ja. Seht ihr die Leute, die ihr zu beschützen versucht? Rein hier. Auf ins Getümmel. Mensch verdient den Tod, auf jeden. Greift an, ihr habt gesehen, was sie mir Jungen angetan haben. Auf jeden Fall. Ihr blöden Pisser. Die Arme. Mach euch fertig. Grashüpfer, reißt euch zusammen. Vergeltung ist der falsche Weg. Habt ihr die Lehren der Hongmun vergessen? Meister! Schweigt, ihr Heuchler. Wer seid ihr schon? Tötet sie! Tötet sie alle! Hört nicht auf sie! Lasst von eurer Wut ab! Ihr Zorn muss weichen! Ihr Weg ist der falsche! Warum? Warum? Rächt mich, Grashüpfer! Tötet sie! Tötet sie! Maul! Rache! Maul! Come to the dark side, we have cookies. Endlich seid ihr wach! Das ist eigentlich für eine Klasse. Poharan, zu einer fetten Minigun. Maul! Narr, ignoriert meinen ärztlichen Rat erneut und ihr werdet nicht mehr nur Dorfbewohner angreifen, sondern euch dem dunklen Ski vollends ergeben und zu einem Monster werden. Er chillt auch voll. Weiß nicht, 10 Dorfbewohner umgebracht. Lebt ihr eure Wachenliste aus, werdet ihr ständig in diese Zustände verfallen. Euch mag die Erinnerung fehlen, aber man fürchtet eure Anfälle und die vielen gebrochenen Knochen. Ja, sie haben es verdient. Aber jetzt sucht Yonkai denjenigen, der seine Truppen in der Mine getötet hat. Findet man euch hier, wird das Dorf dafür bezahlen. Bittet Yonkai, euch und der Sandsteinzuflucht zu vergeben. Schließlich wart ihr es, der diesen Tyrann gereizt und dadurch die Leute in Gefahr gebracht hat. Euer Meister verabscheute auch notwendige Gewalt. Meditiert über Sokyuns Lehren, bevor ihr seinem Andenken noch mehr Schande macht. Hoffentlich sehen wir uns nicht so bald wieder. Maul. Meister, geht ihr schon? Ich kann euch nicht begleiten. Jemand muss Mary Jung vor den Leuten beschützen. Ich weiß, ihr seid enttäuscht, aber ich verspreche, täglich zu trainieren. Maul, mach das. Ich kann euch suchen, wenn ich kann.
Ja, erstmal hier ein bisschen ausgerottet und so. Ja. Gut. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Beim nächsten Mal machen wir mal das Windwandeln fertig. Gucken uns mal die roten Missionen an, würde ich sagen. Hier PvP und so, bla. Die Uniformen, Mumpitz. Und dann geht's weiter mit der Story. Ja, genau. Hä? Oh. So. Bis dahin, tschüss. Aua. Oh, this new crazy mother...